Zunächst zur Lexikalik von Java und auch der Hamstersprache. Der zugrunde liegende Zeichensatz, den nennt man Unicode. Das ist ein 16-Bit-Zeichensatz, mit dem sich 2 hoch 16 Zeichen, also eine ganze Menge, darstellen lassen. Die wichtigsten Zeichen sind aber die ersten 128. Sie umfassen den ASCII-Zeichensatz. Das ist ein 7-Bit-Zeichensatz. Was es damit genau auf sich hat, dann später noch mal mehr. Sie sollten sich nur merken, dass Sie in Ihren Programmen möglichst nur ASCII-Zeichen verwenden, beziehungsweise Zeichen, die Sie auf Ihrer Tastatur finden. Auch bei Umlauten kann es zu Problemen kommen, deswegen auch hier schon mal der Tipp, möglichst keine Umlaute wie Äs, Üs und so weiter verwenden. Aber prinzipiell sind sie erlaubt.